Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen, liebe Auftraggebervertreter, liebe Vertreter aus Politik und Verwaltung, liebe Gäste. Ich begrüße Sie herzlich zum ersten digitalen Neujahrsempfang der BVMB und wünsche Ihnen noch ein erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2021. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, unserem heutigen digitalen Neujahrsempfang am Bildschirm zu folgen. Selbstverständlich hätten wir es bevorzugt, den Neujahrsempfang auch in diesem Jahr im gewohnten Rahmen mit Ihnen persönlich zu begehen. Schließlich ist der Neujahrsempfang der BVMB das wichtigste Treffen unserer Mittelstandsfamilie und Treffpunkt für viele wertvolle persönliche Begegnungen am Beginn eines neuen Baujahres. Der Neujahrsempfang in diesem digitalen Format kann also nur eine Zwischenlösung sein. Seien Sie daher versichert, dass wir den Tag der mittelständischen Bauwirtschaft und Neujahrsempfang der BVMB wieder als Präsenzveranstaltung durchführen werden, sobald die Umstände es uns erlauben. Die Entwicklung mehrerer Impfstoffe gibt uns jedenfalls Anlass zur Hoffnung, dass wir uns in absehbarer Zukunft auch wieder persönlich begegnen können. Hierauf freuen wir uns von ganzem Herzen sehr. Zur Situation der deutschen Bauwirtschaft. Die Corona-Pandemie stellt auch die deutsche Bauwirtschaft vor großen Herausforderungen. Mit großen Kraftanstrengungen von allen Beteiligten ist es jedoch bisher gelungen, den Baustellenbetrieb ohne größere Beeinträchtigungen aufrechtzuerhalten. Dies ist nicht zuletzt den Bauunternehmen zu verdanken, die unmittelbar auf die Bedrohung durch die Pandemie reagiert und mit viel Aufwand großmögliche Hygieneschutzmaßnahmen für die Beschäftigten auf den Baustellen umgesetzt haben. Ein Dank gebührt hier insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Unternehmen, die die Hygieneschutzmaßnahmen sehr gewissenhaft und diszipliniert leben. Mit gegenseitiger Rücksicht tun sie alles dafür, die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Auch die Auftraggeber der Bauwirtschaft haben einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass wir bisher gut durch diese Krise gekommen sind. Mit der Entscheidung, zu Beginn der Pandemie im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern die Baustellen in Deutschland nicht einzustellen, haben sie es erst ermöglicht, dass die deutsche Bauwirtschaft Konjunkturmotor bleibt. Die Beteiligung des Bundes und der Länder an den Corona-bedingten Mehrkosten, die den Bauunternehmen durch verbesserten Infektionsschutz entstanden sind, trägt dazu bei, finanzielle Härten für die Bauunternehmen abzumildern. Hierfür gebührt Ihnen, liebe Auftraggebervertreter, unser besonderer Dank. Hervorheben möchte ich sowohl das Bundesinnenministerium als auch das Bundesverkehrsministerium, die uns hierbei sehr unterstützt und mit den Verbänden der Bauwirtschaft vorbildlich zusammengearbeitet haben. Herr Bundesminister Scheuer, der zahlreiche Gespräche mit uns geführt und sich auch persönlich für die Belange der Bauwirtschaft in dieser Sache eingesetzt hat, gebührt ebenfalls unser besonderer Dank. Die Bauwirtschaft zeigt sich den schwierigen Umständen zum Trotz sehr robust. Diese Widerstandsfähigkeit hängt auch damit zusammen, dass die Nachfrage nach Bauinvestitionen durch das weiter bestehende Niedrigzinsumfeld und die darüber hinaus erhöhte Liquidität im Markt gestützt wird. Darüber hinaus ist die Bauwirtschaft aus einer Boomphase heraus mit der Corona-Krise konfrontiert worden. Damit hatte der Bau ein Polster an Umsätzen und Auftragsreserven. Dennoch ist die Warnung auszusprechen, dass die Bauwirtschaft nicht unverwundbar ist. Aufgrund der großen Bedeutung der privaten und gewerblichen Baunachfrage ist deren Stabilität auch für die künftige wirtschaftliche Lage der Bauwirtschaft von großer Bedeutung. Das gilt vor allem mit Blick auf die Bauinvestitionen der exportorientierten Wirtschaftseinheiten und vielen Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie, Einzelhandel, die sicherlich noch lange Zeit an den Auswirkungen der Pandemie zu knabbern haben. Damit die deutsche Bauwirtschaft auch in Zukunft der Konjunkturmotor bleibt, Beschäftigung sichert und Steuereinnahmen erwirtschaftet, ist mehr denn je Planungssicherheit für die Bauunternehmen erforderlich. Dies beinhaltet insbesondere, dass die öffentliche
öffentlichen Haushalts, Investitionshaushalte trotz steigender Staatsausgaben aufgrund von Corona aufrechterhalten werden und in der Folge auch die Ausschreibungsaktivitäten der öffentlichen Auftraggeber verstetigt wird. Dies gilt gleichermaßen für die Sektorenauftraggeber im Straßen- und im Bahnbau. Nur auf Grundlage verlässlicher Investitionshaushalte können die Bauunternehmen weiterhin Kapazitäten zur Verfügung stellen, um dringend erforderliche Infrastrukturprojekte auch umsetzen zu können. Aus dem gleichen Grund muss auch die Beschleunigung und Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter vorangetrieben werden. Schließlich müssen stabile Investitionshaushalte am Ende auch vollständig und rechtzeitig in baureifen Projekten münden. Nur so kann die in der Bauwirtschaft eine Planungssicherheit entstehen und erreicht werden, um das Vertrauen angekündigter Investitionshaushalte geschaffen werden. Für das noch junge Jahr 2021 wünsche ich uns allen vor allem Gesundheit, aber auch das notwendige Geschick und die Weitsicht, um den Herausforderungen, die das Jahr unzweifelhaft für uns bereithalten wird, begegnen zu können. Dank an die Redner und Sponsoren. In den kommenden Minuten erwarten Sie einige spannende und aufschlussreiche Wortbeiträge, Grußworte und Einblicke zu den Perspektiven der deutschen Bauwirtschaft aus der Wissenschaft, Politik, Auftraggeberschaft und Verwaltung. Ich bedanke mich herzlich bei allen Rednerinnen und Rednern, die uns eine Videobotschaft an Sie zum digitalen Neuanfang zugesandt haben. Der Dank gilt ebenso unseren zahlreichen Sponsoren, die uns auch in diesem digitalen Format mit ihrem Engagement unterstützt und starke Partner nicht nur in der Krise für uns sind. Last but not least gilt mein Lob auch der BVB-Mannschaft, die in den vergangenen Monaten mit viel Engagement, Weitsicht und Aufmerksamkeit die Mitgliedsunternehmen mit Rat und Unterstützung begleitet hat. Gerade jetzt sind in diesen Zeiten ist der Verband durch seine Arbeit für die Mitglieder auszeichnen kann. Ich finde, der BVB hat diese Herausforderung erstklassig genutzt. Am 1. Januar dieses Jahres konnten wir das 25-jährige Jubiläum unseres Hauptgeschäftsführers Michael Gilker begehen. Michael Gilker hat es durch seine persönliche, menschliche und sehr zielorientierte, nachhaltige Art geschafft, die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen hervorragend mit seinem Team zu vertreten. Immer nach dem Motto, gemeinsam hinterlassen wir Spuren. Im Namen des Präsidiums, Beirats, der Geschäftsstelle und allen Mitgliedern sprechen wir unseren freundschaftlichen Dank aus und freuen uns auf weitere spannende Jahre mit Michael Gilker, ganz im Zeichen und im Interesse unseres Verbandes und somit unseren Mitgliedern. Ich wünsche Ihnen nun eine kurzweilige Unterhaltung mit dem digitalen Neujahrsempfang der BVMB und ein positives Weiterkämpfen in diesen herausfordernden für uns alle Zeiten. Und symbolisch steht dafür diese Skulptur, die Sie schon die ganze Zeit hinter mir gesehen haben, von Julia Hoffmann. Sie symbolisiert die Kraft und die Widerstandsfähigkeit und den Kampfeswillen, den wir als Bauwirtschaft auch in diesen herausfordernden Zeiten, wie ich das gesagt habe, haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen natürlich vor allen Dingen Gesundheit und alles, alles Gute für Sie persönlich. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen fürs neue Jahr alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit, viel Erfolg bei Ihren Projekten. Das Jahr 2020 hat uns massiv gefordert und wir sind noch nicht durch die Corona-Pandemie. Auch die Bauwirtschaft musste sich in Hochgeschwindigkeit umstellen, neu einstellen. Sie haben Hygienemaßnahmen auf der Baustelle machen müssen, anders planen müssen, ja sogar den Sprung ins digitale Zeitalter noch verstärken müssen. Der Unterschied zu allen anderen Wirtschaftsbereichen, Homeoffice ist auf dem Bau nur bedingt möglich. Baggerfahrer, Sprengmeister, Polier und Schallungsbauer mussten und müssen weiter raus auf den Bau. All diese Menschen, allen Bauarbeitern, Lkw-Fahrern, Planern, Ingenieuren und Ihnen ganz persönlich danke ich herzlich für Ihren Einsatz. Ohne Sie steht Deutschland still. Trotz der schwierigen Bedingungen und der harten Einschnitte ist es dem Bau im Gegensatz zu vielen anderen Branchen geglückt, einigermaßen glimpflich davon zu kommen und keinen herben Einbruch zu erleiden. Wir haben auch alles dafür getan, aber Sie haben eine starke Leistung geboten. Meinen Glückwunsch. Und ich tue alles erdenklich Mögliche dafür,
dass das so bleiben wird. Wir bauen weiter, trotz der Krise und wegen der Krise. Damit wir gestärkt aus der Krise hervorgehen, einiges haben wir bereits auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel konkrete Anleitungen veröffentlicht zum vertraglichen Umgang mit einer Corona-Gefährdung auf Baustellen, Vergabeverfahren erleichtert und übernehmen anteilig Zusatzkosten für den Gesundheitsschutz. Ich sage Ihnen zu, der Bund wird auch in Zukunft für einen klaren und verlässlichen Rahmen sorgen. Da ist zum einen die finanzielle Seite. Unsere Investitionen bleiben auf Rekordniveau. 2021 investiert der Bund 8,6 Milliarden Euro in den Erhalt und den Bau der Bundesfernstraßen. Zum anderen starten wir neu und besser aufgestellt in das Baujahr 2021. Am 1. Januar 2021 hat der Bund Planung, Bau, Betrieb, Erhalt, Verwaltung und Finanzierung der Autobahnen von den Ländern übernommen. Unser Ziel ist es, schneller planen sowie effizienter bauen, betreiben und erhalten. Ja, es hat zu vielen Diskussionen geführt, die Autobahn GmbH, das Fernstraßenbundesamt. Aber ich bitte Sie, dass Sie diese Reform auch unterstützen. Wir haben unzählige Gespräche dazu geführt. Meine Institutionen, beide, Fernstraßenbundesamt und Autobahn GmbH, wollen die Bauprojekte erfolgreich fortführen. Von der Neuaufstellung wird natürlich auch die Bauwirtschaft profitieren. Meine Damen und Herren, die Baubranche hat auch 2020 trotz Corona in Material, Maschinen und Mitarbeiterausbildung investiert. Deutschland kann sich glücklich schätzen, dass wir mit unseren vielen mittelständischen Bauunternehmen einen so krisenfesten Wirtschaftsmotor haben. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen, dass es unter erschwerten Bedingungen auch 2021 weitergeht. Bleiben Sie gesund. Ihr Neujahrsempfang findet in diesem Jahr unter ganz anderen Umständen statt als in den Jahren zuvor. Auch für Sie, für unsere Bauwirtschaft, ist die Corona-Pandemie eine einzigartige Herausforderung mit vielfältigen Folgen für Ihre Branche. Lieferengpässe, strenge Hygienevorschriften und Einreisebeschränkungen, um nur einige zu nennen. Die Tatsache ist, die Baukonjunktur ist rückläufig. Und damit stehen auch viele Unternehmen unserer Bauwirtschaft unter Druck. Auch wenn es mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen endlich Licht am Ende eines langen Tunnels gibt, wird diese Pandemie unser Leben und unser Handeln auch in Zukunft beeinflussen. Vieles ändert sich zurzeit und manches muss anders und viel besser werden als zuvor. Ich denke nur an die Digitalisierung, die wir deutlich beschleunigen müssen, oder an die Modernisierung und an den Ausbau unserer Infrastruktur, der lange Zeit nicht mit dem nötigen Tempo vorangetrieben worden ist. Grundsätzlich aber braucht unsere Wirtschaft eine klare Perspektive. Aus der Finanzkrise sind wir stärker herausgekommen, als wir davor waren. Das muss auch jetzt unser Ehrgeiz und unser Ziel sein. Wir müssen also alles tun, damit wir so schnell wie möglich neuen Schwung nehmen können. Und wir haben die Chance dazu. Ich denke da nur an die Konjunkturpakete des Landes und des Bundes. Es geht uns nicht nur darum, die Krise zu bewältigen. Wir wollen unsere Wirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten grundlegend modernisieren, etwa beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung, bei Energie und Mobilität. Die Bauwirtschaft kann und wird diese Modernisierung vorantreiben. Wir in Nordrhein-Westfalen können das. Und nur ein Beispiel. Das bundesweit erste Wohngebäude aus dem 3D-Drucker wurde hier errichtet. Wir brauchen mehr solcher Investitionen, solcher Innovationen, zum Beispiel bei der energetischen Gebäudesanierung für mehr Klimaschutz oder beim Anschluss unserer ländlichen Regionen an die digitale Zukunft. Es gibt viel zu tun. Ich bin überzeugt, wir werden diese Krise nicht nur bewältigen, sondern gerade jetzt als Chancen für eine leistungsfähigere, noch modernere Wirtschaft nutzen. Und ich weiß, dass wir in Nordrhein-Westfalen dabei auf Sie bauen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2021. Möge es besser werden als das letzte.
Sehr geehrter Herr Präsident Steinbrecher, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn der 8. Februar im Jahreskalender schon relativ weit fortgeschritten ist, so wünsche ich Ihnen hier von dieser Stelle und von Herzen alles erdenklich Gute. Bleiben Sie gesund und munter und viel Erfolg für Ihre Unternehmungen. Ein solcher Jahresempfang, wie Sie ihn digital durchführen, ist ja einerseits Gelegenheit, zurückzuschauen und gleichzeitig zu gucken, was bringt mir die Zukunft. Ich glaube, sagen zu können, dass bedingt durch die Corona-Pandemie 2020 eines der härtesten Jahre in der Nachkriegsgeschichte unseres Landes waren. Wir haben harte Einschnitte sowohl im gesellschaftlichen Bereich als auch in der Wirtschaft hinnehmen müssen und gleichzeitig konnten wir viel Verständnis und Solidarität in unserer Gesellschaft erleben. Wir alle mussten uns umstellen, Sie beispielsweise durch ausgefeilte Hygienekonzepte, die es ermöglichen, dass das Virus sich nicht so stark verbreitet. Die Bauwirtschaft war in der Pandemie ein besonders wichtiger Pfeiler der deutschen Volkswirtschaft. Der Umsatz stieg im letzten Jahr im Verhältnis zum Vorjahr um 3,2% und bei den Beschäftigtenzahlen war ein Plus von 1,5% zu verzeichnen. Und damit haben Sie dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft wesentlich besser durch die Pandemie in 2020 gekommen ist, als das ursprünglich am Anfang der Pandemie so prognostiziert worden ist. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken und ein Riesenkompliment aussprechen. Was erwartet Sie in 2021 von uns? Neben den steuerlichen Entlastungen, die wir zum 01.01. auf den Weg gebracht haben, ist es vor allem das Konjunkturprogramm, was in 2021 seine Wirkung entfalten wird und wo natürlich insbesondere bei den baulichen Investitionen die lokale Bauwirtschaft vor Ort von profitieren wird. Und wir werden weiter alles versuchen, um den Unternehmen zu helfen, die durch die Pandemie in eine schwierige Lage gekommen sind. Neben unterschiedlichen Hilfsprogrammen, die im letzten Jahr begonnen wurden, sind es jetzt insbesondere die Überbrückungshilfen 3, die im Vordergrund stehen. Wir haben den Anwendungsbereich für die Überbrückungshilfen 3 nochmal deutlich ausgeweitet, sodass viel mehr Unternehmen in den entsprechenden Fördertatbestand reinkommen. Wir haben des Weiteren die schwierigen Verhandlungen mit Brüssel über die Frage der Notifizierung, das heißt der Frage, ob das eigentlich beihilferechtlich zulässig ist, abschließen können. Und wir haben versucht, glaube ich, ganz erfolgreich auch bürokratische Hemmnisse beim Antragsverfahren zu eliminieren. Die Abschlagszahlungen werden nochmal deutlich erhöht und das wird dazu führen, dass wir schneller und effektiver unterstützen können. Und einen letzten Punkt möchte ich benennen, weil das sozusagen auch der Ausweg aus der Corona-Pandemie ist, unsere Impfungen. Es ist viel in den letzten Tagen davon geredet worden, was alles schiefgelaufen ist. Ich finde, nach nicht mal einem Jahr Pandemie ist es ein ziemliches Wunder, dass wir mehrere inzwischen zugelassene Impfstoffe haben. Und dass, wenn die ganze Welt diesen Impfstoff haben möchte, wir als Deutsche nicht diejenigen sind, die zu Anfang alles bekommen. Das ist, glaube ich, auch in der Natur der Sache liegend. Und man kann auch mal die Frage stellen, wie viel Milliarden von Menschen definitiv auch in den nächsten Monaten keinen Zugang zu diesen Impfstoffen haben werden. Ich möchte damit nicht sagen, dass alles optimal gelaufen ist, aber ich glaube, wir sollten ein Stück weit auch die Verhältnismäßigkeit wahren. Und wir werden jetzt alles daran setzen, dass wir die Impfdosen, die wir zuverlässig im ersten Quartal zugesagt bekommen haben und auch kriegen werden, schnellstmöglich verimpfen. Und im zweiten Quartal wird dann sozusagen das Gros der Impfstoffe geliefert werden, sodass wir dann wirklich alle Chancen haben, dass wir am Ende des zweiten Quartals, spätestens im dritten Quartal, aus dieser Pandemie rauskommen können. Bis dahin werden wir noch ein paar harte Wochen vor uns haben. Ich bitte dafür wirklich um Ihre Unterstützung, dass wir das Virus weiter unter Kontrolle haben. Ich wünsche mir von Ihnen weiter Optimismus, Schaffenskraft und viel tatkräftige Unterstützung bei der Bekämpfung. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen aber alles erdenklich Gute für 2021 und Ihre Unternehmung. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, anlässlich Ihres digitalen Neujahrsempfangs ein Grußwort auch im Namen von Bundesminister Olaf Scholz an Sie richten zu dürfen. Ich möchte Ihnen zunächst alles Gute für das Jahr 2021 wünschen, für Sie persönlich, für Ihre Familien, alles erdenklich Gute und insbesondere Gesundheit. Meine Damen und Herren, das Jahr 2020 ist anders verlaufen, als wir vor einem Jahr gemeinsam gedacht haben. Die Pandemie hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und wir waren mit Aufgaben konfrontiert, wie wir sie uns so bisher nicht haben vorstellen können. Ich glaube, dass wir insgesamt diese Aufgabe bisher gut gemeistert haben und freue mich insbesondere, dass es uns gelungen ist, auch sehr schnell einen Impfstoff zu entwickeln, der nunmehr an die Menschen verteilt werden kann.
Dies zeigt zum einen, dass der Forschungsstandort Deutschland sehr gut ist. Zum anderen zeigt er auch, dass wir schnell handeln können, wenn es erforderlich ist. Nun gilt es, zunächst die vulnerablen Menschen in unserem Land zu impfen und dann den Impfstoff für alle Mitmenschen in diesem Land zugänglich zu machen. Und ich hoffe, dass wir da noch mehr Dynamik reinbringen, als wir ohnehin schon haben. Meine Damen und Herren, die Pandemie ist eine große Herausforderung, darf aber nicht dazu führen, dass wir die wichtigen Aufgaben und Herausforderungen, die wir ohnehin schon hatten, wie Klimaschutz, Mobilitätswende, Energiewende, aber eben auch notwendige Investitionen in die Infrastruktur vergessen. Diese Aufgaben waren in den letzten Jahren Schwerpunkt unserer Politik und werden es auch in den nächsten Jahren sein, weil die Probleme, die dort bestehen, nicht weggefallen sind. Die mittelständische Baubranche leistet hierbei einen wichtigen Beitrag in der Vergangenheit und wird dies auch in der Zukunft sein. Mit 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 25 Milliarden Euro ist die mittelständische Baubranche eine wichtige Stützung unserer Volkswirtschaft. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Konjunktur, für sichere Arbeitsplätze, für die Ausbildung junger Menschen und, das darf ich als Staatssekretär im Finanzministerium sagen, für die Steuereinnahmen, die wir benötigen, um nicht nur die Gesundheit der Mitmenschen zu erhalten im Augenblick, sondern eben auch, um die Unternehmen stützen zu können, die von der Pandemie sehr stark betroffen sind. Hierfür meinen ganz herzlichen Dank und auch die Bitte, dass das auch in Zukunft so sein wird. Damit Sie auch in Zukunft die notwendige wirtschaftliche Entwicklung haben werden, ist es natürlich Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Sie das auch können. Hierzu gehört es zum Beispiel, dass Sie die notwendige Planungssicherheit von der Politik bekommen. Und ein wichtiger Baustein in diesem Bereich ist eben eine Verstetigung der Investitionsmittel, nicht nur im Bundeshaushalt, sondern auf allen öffentlichen Ebenen. Die Bundesregierung hat ihr Investitionsniveau auf ein Niveau getragen, das es in der Vergangenheit nicht gab. Und ich kann Ihnen versichern, dass diese Bundesregierung und mit Sicherheit auch die nächste Bundesregierung in der nächsten Legislaturperiode dieses hohe Niveau der Investitionen fortschreiben wird, damit Sie auch die notwendige Planungssicherheit haben und wissen, dass das Geld, was benötigt wird, auch zur Verfügung steht. Daneben werden wir auch alles daran setzen, Planungsabläufe zu beschleunigen. Wir haben jetzt ein Investitionsbeschleunigungsgesetz in jüngster Vergangenheit schon auf den Weg gebracht und werden auch in Zukunft uns die Planungsabläufe mit dem Ziel, sie zu beschleunigen, weiter ansehen. Dies wird nicht bedeuten, dass wir notwendige Themen wie Umwelt und Klimaschutz dabei vernachlässigen, sondern wir müssen das kombinieren und ich glaube, das kann uns auch gelingen. Aus alledem mögen Sie bitte entnehmen, dass wir Ihnen die Rahmenbedingungen auch in anderen Politikbereichen wie in der Steuerpolitik so gestalten wollen, dass Sie die Planungssicherheit haben und dass Sie von einer Verlässlichkeit der Bundesregierung ausgehen können. Meine Bitte an Sie wäre dann, schaffen Sie dann in Ihrem Bereich die notwendigen Kapazitäten, binden Sie Ihre Kapazitäten, bauen Sie Kapazitäten aus, bilden Sie weiterhin junge Menschen aus, damit wir auch in Zukunft auf Sie setzen können. Ich bin davon überzeugt, dass uns das gemeinsam gelingen kann, damit Sie auch weiterhin eine Stütze in unserer Volkswirtschaft sein werden. Bitte vertrauen Sie der Bundesregierung, wir vertrauen Ihnen und bleiben Sie gesund. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute beim Online-Neujahrsempfang der mittelständischen Bauunternehmen mit dabei zu sein und ich grüße Sie alle sehr herzlich. Zu Beginn ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen allen ein glückliches, zufriedenes und vor allem gesundes neues Jahr und Gottes reichen Segen zu wünschen. Ihr Unternehmen und Ihre Branche zeichnen sich durch eine große Breite und Vielfältigkeit aus. In der gesamten Wertschöpfungskette Bau von Planung und Architektur über Bau und technische Gebäudeausstattung bis hin zu Sanierung und Rückbau sind überwiegend selbstständige, kleine, mittelständische Unternehmen am Werk. Gleichzeitig ist dieser Wirtschaftszweig flächendeckend in allen Regionen Deutschlands präsent und steht für Wertschöpfung vor Ort. Wertschöpfung heißt, sie schaffen Wirtschaftskraft vor Ort, aber vor allem schaffen sie bleibende Werte. Vor kurzem habe ich eine Reportage gesehen über das Berliner Schloss und das Humboldt-Forum. Auch Bauarbeiter wurden interviewt und man sah ihnen an, wie stolz sie auf das, was sie geschaffen haben, waren. Diese Arbeiter werden auch noch in 30 oder 40 Jahren mit ihren Enkeln davorstehen und mit leuchtenden Augen erzählen, dass sie damals beim Bau mit dabei waren, dass sie Teil des Ganzen sind.
Und das gilt nicht nur für das neue Schloss, auch für die neue U-Bahn, die Stuttgart 21 oder auch andere groß- oder kleine Projekte. Wer glaubt, bauen ist sehr altmodisch und nicht innovativ, der kennt Sie, Ihren Verband und Ihr Unternehmen nicht. Integrierte Technik auf Baustellen wie der Tunnelbohrer bei der U-Bahn, der Bagger, die beim Graben digital messen und Geodaten weitermelden, Kräne mit Fernsteuerung und smarter Textil- oder Carbonbeton, Apps für smarte Kooperation unter den Beschäftigten, Tablets und Smartphones mit dem aktuellen Realisierungsstand von Baustellen für alle beteiligten Gewerke und das BIM. Nein, das brauche ich alles gar nicht aufzuzählen. Fähiger, flexibler, innovationsorientierter Mittelstand in Bestform. Wir haben ein Jahr hinter uns, das für uns alle außergewöhnlich war. Diese Bauwirtschaft hat in der Covid-19-Krise als einer von nur wenigen Wirtschaftszweigen keine dramatischen Einbrüche zum Glück von Aufträgen und Beschäftigten und Umsätzen erlebt. Im allgemeinen Stillstand drehten sich immerhin die Kräne auf den Baustellen, oftmals übrigens mit digitaler Unterstützung. Denn ein Erfolgsfaktor, der die Unternehmen der Bauwirtschaft zukunftsfähig macht, ist die Digitalisierung. Die Baubranche hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Kooperation, Rücksicht auf die anderen Gewerke und Verständnis für den ganzen Lebenszyklus eines Bauwerks sind starke gefragte Fähigkeiten am Bau. Digitale Instrumente unterstützen Kooperation und die Weitsicht. Problemlösungen an neuen und bestehenden Bauten für mehr Nachhaltigkeit, für die Schonung von Ressourcen und Effizienz werden mehr denn je gesucht. Wir sind gerade dabei, Deutschlands Energieversorgung grundlegend umzugestalten. Darüber hinaus haben wir einen hohen Bedarf an neuer und auch leistungsfähiger Infrastruktur in den nächsten Jahren. Das verlangt Wirtschaft und Bürgern einiges ab und für die Bauwirtschaft entstehen neue Chancen und auch neue Aufträge. Digitalisierung macht vor den kleinen und mittleren Unternehmen des Bauwesens nicht Halt, sondern wird auch deren tägliche Arbeit zunehmend stärker beeinflussen. Ich vermute, dass dadurch die Arbeitsplätze attraktiver und kommunikativer werden. Das hilft auch der Fachkräftesituation. Ich bin überzeugt, dass die beiden Kompetenzzentren für die mittelständischen Bauunternehmen, die das BMW finanziert, das Beste sind, was wir ihnen ganz konkret für die zukünftigen Herausforderungen des bauwirtschaftlichen Mittelstands bieten können. Es sind das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und Bauen und die Rationalisierungsgemeinschaft Bau im RKW Kompetenzzentrum. Beide unterstützen ratsuchende Unternehmen vor Ort und ganz gezielt bei Fragen der Digitalisierung. Die Verbesserung der täglichen Prozessabläufe in der Bauausführung ist das Ziel, immer mit dem Hintergrund für Unternehmen Kosten und auch Zeit zu sparen. Das erstgenannte Kompetenzzentrum bietet Demonstratoren für konkrete Anwendungsfälle, präsentiert und dokumentiert gute Praxisbeispiele. Es gibt Vorträge, Schulungen und weitere andere Veranstaltungsformate wie BIM-Frühstücke für Erfahrungsaustausch und eine breite Vernetzung. Auch die RG Bau bietet praxisnahe und mittelstandstaugliche Informationen und Hilfestellungen zu den Themenschwerpunkten Digitalisierung des Bauens, Fachkräftesicherung und Personalentwicklung sowie ressourcenschonendes Bauen an. Meine Damen und Herren, Mittelstand und Familienunternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie zeichnen sich aus durch Verantwortung und langfristiges Denken, oft über Generationen hinweg. Auch für unsere Gesellschaft bilden sie oft den Kitt, der alles zusammenhält. Dafür heute auch ein besonderes Dankeschön von meiner Seite aus an Sie. Ich wünsche Ihrem Verband und Ihnen als Bau- und Mittelständler ein erfolgreiches neues Jahr, allzeit genügend Aufträge, unfallfreie Arbeit und eine Politik, die Ihren Freiräume gibt und Leistungsbereitschaft nicht bestraft, sondern belohnt. In diesem Sinne, allen ein gutes 2021. Sehr geehrter Herr Präsident Steinbrecher, sehr geehrter Herr Gilker, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich aus Düsseldorf zum virtuellen Neujahrsempfang 2021. Mobilität in Nordrhein-Westfalen muss besser, sicherer und sauberer werden. Gute Mobilität ist Grundlage für Lebensqualität, Voraussetzung für Wertschöpfung und Wohlstand in einem hochvernetzten Wirtschaftsstandort. Zu guter Mobilität gehört eine leistungsfähige Infrastruktur
ebenso wie gute öffentliche Verkehre und innovative digitale Mobilitätsangebote. Deshalb stärken wir die Stärken jedes einzelnen Verkehrsträgers. Es wird weiter kräftig in die Infrastruktur aller Verkehrsträger, ob Schiene, Straße, Rad, Wasserwege, investiert. Wir haben in den vergangenen Jahren Rekordinvestitionen in die Modernisierung der Autobahnen, der Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen gesteckt. Dabei war, ist und bleibt die mittelständische Bauwirtschaft für uns starker Partner, um die Verkehrswege schnell und zuverlässig in Ordnung zu bringen. Diese gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Branche wünsche ich mir auch für das neue Jahr. Dass es in Nordrhein-Westfalen gut vorangeht, zeigt die Bilanz beim Abruf der Mittel aus dem Bundesverkehrswegeplan. Seit dem Regierungswechsel 2017 haben wir fast 600 Millionen Euro mehr Bundesmittel nach Nordrhein-Westfalen geholt, als eigentlich vorgesehen war. Weil es uns gelungen ist, im Land einen Planungs-, einen Kapazitäts- und auch dank Ihrer Unterstützung einen Bauhochlauf umzusetzen. Seit dem 01.01.2021 liegt die Verantwortung für die Bundesautobahn nun beim Bund. Unsere Erwartung ist klar, der Bund muss die von uns gestartete Dynamik weiter vorantreiben und bei den Autobahnprojekten für Transparenz sorgen. Wir wollen auch in Zukunft wissen, wie es und dass es bei den Autobahnprojekten in Nordrhein-Westfalen vorangeht. Straßen-NRW wird sich künftig um die Modernisierung unserer Bundes- und Landesstraßen sowie um unsere Radwege kümmern. Auch dafür brauchen wir eine starke Bauwirtschaft, die das umsetzt, was für eine moderne Infrastruktur in unserem Land nötig ist. Im Übrigen zählt dazu natürlich auch eine leistungsfähige Schiene. Deutschland muss wieder Bahnland werden. Das gilt für den Personen ebenso wie für den Güterverkehr. Nordrhein-Westfalen ist Pendlerland Nummer 1 in Deutschland mit dem höchsten Anteil an Pendlerverkehren. Wir machen diesen Pendlern ein besseres Angebot mit der Bahn. Für einen besseren ÖPNV investieren wir im Rahmen einer ÖPNV-Offensive insgesamt 2 Milliarden Euro. Und wir stärken die Kapazitäten der Schiene auch, um mehr Güterverkehre auf die Bahn zu verlagern. Zum Beispiel ganz konkret mit dem Ausbau der Betüwe, der Schienengüterstrecke zu unserem wichtigsten Seehafen Rotterdam. Ich danke Ihnen dafür, auch in Corona-Zeiten gute Arbeit gemacht zu haben, unter teils ganz schwierigen Bedingungen mit Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Jahr 2021. Bleiben Sie gesund, alles Gute, bis bald. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Steinbrecher, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal ein herzliches Grüß Gott. Es freut mich, dass ich heute auf diesem Weg zu Ihnen sprechen kann, wegen Corona ja leider nicht persönlich, aber es nützt nichts, wir müssen jetzt einfach durch die Zeit durch und insofern als Videobotschaft. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder übergeben. Sie wissen, seine Termine sind ganz viele und insofern freue ich mich, dass ich als zuständige Ministerin die Möglichkeit bekommen habe, das Grußwort zu übernehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir blicken auf ein Jahr zurück, das eine nie dagewesene Herausforderung darstellt. Die Pandemie, die uns beruflich und privat erhebliche Einschränkungen abverlangt hat. Ich möchte aber auch sagen, das Baugewerbe hatte ja den Vorteil, dass trotz Corona immer offen war. In dem Bereich sind wir Gott sei Dank wirtschaftlich noch nicht so betroffen. Das Statistische Bundesamt hat es auch entsprechend bestätigt. Das ist aber natürlich nur der Fall, weil Sie alle alles gegeben haben, damit die Baustellen auch offen bleiben konnten, damit es funktioniert hat. Egal, ob Sie die Abstände gehalten haben, wo es eben nötig möglich war, da wo es nötig war, haben Sie die Masken aufgesetzt. Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Bus hergefahren sind, haben Sie die Masken getragen und die Abstände gehalten. Bei den Unterkünften hat es sehr gut funktioniert und genau deswegen bin ich sehr froh, dass wir die Baustellen immer offen lassen konnten und dafür ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, dass Sie das eben auch entsprechend gewährleistet haben. Die Auftragslage wird natürlich im Nachklapp betroffen sein, jetzt aktuell noch nicht, aber im Nachklapp, wenn Aufträge nicht eingehen, weil private Bauvorhaben vielleicht verschoben werden. Ich hoffe, dass die Kommunen ganz fleißig weiter Bauaufträge rausgeben. Wir selbst machen das. Wir als Staat sind da verlässlicher Partner, wie sonst natürlich auch. Wir geben die Aufträge nicht nur raus, wir beschleunigen Bauvorhaben. Wir versuchen, dass wir wirklich auch entsprechend mit Abschlagszahlungen ganz schnell sind.
Die Bauämter schwitzen richtig, weil sie nämlich die Aufträge so schnell es geht auch wirklich rausgeben. Weil uns wichtig ist, dass wir wirklich als verlässlicher Partner an ihrer Seite stehen und die Aufträge entsprechend so organisieren, dass sie diese Aufträge auch bekommen können. Wir sind natürlich weiterhin für Sie da in all Ihren Fragen. Wir sind dabei, natürlich die Baustellen auch jetzt im zweiten Lockdown wieder offen zu lassen. Und ich hoffe, dass das auch genauso bleiben kann. Aber da stelle ich mich jetzt deutlich hin und sage, das kriegen wir auch miteinander gut hin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in 2021 wird natürlich entscheidend sein, diese Herausforderung weiterhin zu meistern. Wir sind, finde ich, mit viel Licht ausgestattet. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Aber uns muss allen klar sein, wir sind natürlich, Corona ist nicht weg und genau deswegen müssen wir die Ärmel hochkrempeln miteinander. Wir können ja sehen, dass es einen Impfstoff gibt und ich wünsche mir sehr, dass wir möglichst schnell weit kommen, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen und dass wir dann Corona Schritt für Schritt so weit zurückdrängen. Deswegen bitte, bitte weiterhin mithelfen, Masken tragen, Abstände, Hygienevorschriften einhalten, ganz viel lüften und womöglich ist natürlich auch Arbeitsprozesse entzerren oder Arbeitsbeginne auch an der Stelle entzerren. Ja, Corona verlangt uns viel ab. Es ist schwierig und wir haben aber auch an der Stelle Chancen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen über Weihnachten ergangen ist, aber jeder und jede von uns kann sich vielleicht auch mal wieder darauf besinnen, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind, welche Menschen wichtig sind, wo wir vielleicht Kontakte auch noch mal intensivieren wollen. Und eine körperliche Distanz zu halten, heißt ja nicht, dass wir deswegen uns nicht mehr in Kontakt sein dürfen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für diese anstehenden Herausforderungen und vor allem Gesundheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihren Familien, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch wenn das Jahr schon etwas vorangeschritten ist, ein dennoch erfolgreiches und vor allen Dingen natürlich ein sehr gesundes Jahr 2021. Seit fast einem Jahr leben wir in einem Ausnahmezustand, der uns allen sehr viel abverlangt. Er stellt Betriebe, er stellt Unternehmerinnen und Unternehmer, er stellt uns alle tagtäglich, wenn nicht sogar stündlich, vor große Herausforderungen. Viele Unternehmen sind durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Aber in der Krise gibt es immer auch ein Stück weit einen Lichtblick. Die Baubranche hat sich bisher gut gehalten, sehr gut sogar. Wir hatten im letzten Jahr auch bei uns in Niedersachsen einen deutlichen Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wir liegen über 3 Millionen. Die Auftragseingänge haben gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich zugelegt. Während die gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung in den ersten Quartalen 2020 preisbereinigt etwa um 5,8% zurückging, legte sie dann doch bundesweit im Baugewerbe real um 2,0% etwa zu. Alles in allem ist also die deutsche Bauwirtschaft, wie in den vergangenen Jahren, einer der wichtigsten Konjunktur- und Beschäftigungsmotoren unseres Landes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pandemie hat uns zwei Gewissheiten aufgezeigt. Zum einen die Erkenntnis, dass unser Staat stark genug ist für eine gewisse Zeit, die ökonomischen Lebensgrundlagen unseres Landes zu erhalten. Bundes- und auch die niedersächsische Landesregierung, wie alle Landesregierungen, haben in den letzten Monaten trotz mancher Diskussion im Detail am Ende dann doch schnell und flexibel die notwendigen Hilfen für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze in unserem Land auf den Weg gebracht. Wir haben gemeinsam enorme Finanzmittel in die Hand genommen, rund 12 Milliarden Euro allein in Niedersachsen, um so am Ende viele wirtschaftliche Existenzen, so viele wie irgend möglich, zu sichern. Aber Corona hat auch gezeigt, dass selbst in einer Volkswirtschaft wie Deutschland die Luft dann doch schnell dünn wird, wenn unsere Wirtschaft nicht mehr läuft. Bei allen kurzfristigen Herausforderungen dürfen wir deshalb die langfristige Perspektive nie aus dem Blick verlieren. Es geht nicht nur darum, wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen, wieder vor die Corona-Zeit zu kommen, zurück in die alte gute Zeit, sondern es geht in erster Linie darum, die Wettbewerbsfähigkeit, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern und dort gezielt zu investieren. Solide Haushalte sind überaus wichtig, aber wir müssen natürlich auch ausreichend in die Zukunft investieren, also ein Gleichgewicht in dieser Hinsicht schaffen. Der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Kurs der Landesregierung war vor Beginn der Pandemie sehr erfolgreich.
Und wir werden diesen Kurs jetzt fortsetzen. Wir hatten Rekordbeschäftigung, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 3 Jahrzehnten. Da wollen wir auch wieder hin, und zwar mit Investitionen in Zukunftstechnologien, in leistungsfähige Verkehrsnetze, in die digitale Infrastruktur. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass wir bei der Digitalisierung in unserem Land immer noch große Baustellen haben. Unternehmen, Schulen, Gesundheitsämter, Universitäten und natürlich auch die Privatpersonen, die Menschen in unserem Land, egal ob im Homeoffice oder bei der Freizeitgestaltung, sie alle sind von der Bandbreite ihrer Internetverbindung im wahrsten Sinne des Wortes abhängig. Wir müssen den Breitbandausbau weiter forcieren und deshalb steht das Digitalisierungssondervermögen mit über 1,15 Milliarden Euro selbstverständlich auch weiterhin ungekürzt zur Verfügung. Außerdem setzen wir weiterhin auf hohe Investitionen in unsere verkehrliche Infrastruktur. Für unsere Landesstraßen nehmen wir dieses Jahr rund 112 Millionen Euro in die Hand und wir verstetigen die Mittel für die kommunale Verkehrsinfrastruktur mit 150 Millionen Euro. Alles zusammengenommen stehen über 53 Millionen Euro für Radwege und Fahrradmobilität zur Verfügung. Das ist, wenn Sie so wollen, ein historischer Höchstwert. In den kommenden Jahren fließen zudem insgesamt rund 5,7 Millionen Euro in den Aufbau von Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in Niedersachsen. Und da werden wir sicherlich noch sehr viel stärker nachsteuern müssen. Auch die Energiewende drängt zu spürbaren Investitionen in den Ausbau der Energienetze oder auch in die energetische Gebäudesanierung, auch und gerade in unserem Land. Hier nehmen wir viel Geld in die Hand. Dazu ist noch sehr viel Rückenwind von der EU-Kommission zu erwarten, die am Ende eine Renovierungswelle quasi der Gebäude in Europa anstrebt. Nach meiner persönlichen Überzeugung werden alle diese Investitionen dazu beitragen, dass sich die Bautätigkeit bei uns in Deutschland, aber auch bei uns in Niedersachsen, in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau fortsetzen wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 2021 wesentlich besser wird als das Jahr 2020. Der Impfstoff oder aber mehrere Impfstoffe gegen Corona stehen inzwischen zur Verfügung. Die Entwicklungs- und Forschungsarbeit, die hier in hohem Tempo stattgefunden hat, ist beeindruckend. Es besteht damit die berechtigte Hoffnung, dass wir im Laufe des vor uns liegenden Jahres die bestehenden Restriktionen vielleicht dann doch Stück für Stück mit einer klaren Perspektive für unser Land zurückfahren können und dennoch krisenresilient uns aufstellen. Meine Damen und Herren, mein besonderer Dank gilt zum Jahreswechsel allen Unternehmerinnen und Unternehmern für ihr bisheriges Durchhaltevermögen. Wir sind Ihnen allen zu großem Dank verpflichtet. Wir werden weiterhin alles dafür tun, um Sie zu stützen, Sie zu unterstützen und damit Arbeitsplätze in unserem Land zu erhalten. Mein größter Wunsch für das neue Jahr ist, dass wir bald sagen können, hinter uns liegt eine Zeit, die wir gemeinsam gemeistert haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmals nur das Beste für das Jahr 2021. Und vor allen Dingen, natürlich, bleiben Sie alle gesund und vor allen Dingen auch ein Stück weit optimistisch. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, es ist in diesen Zeiten ungewöhnlich, dass ich zu einem Verband, zu einer Branche spreche, die nicht von der Pandemie enorm gebeutelt ist. Sie als mittelständische Bauunternehmen, Sie sind im Vergleich zu anderen gut durch die Krise gekommen. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass die Baubranche nicht unmittelbar betroffen ist von den Maßnahmen der Eindämmung der Pandemie. Es hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass rasch und entschlossen gehandelt worden ist. Und da kann man Ihnen nur Respekt zollen. Ich denke an die Veränderungen der Arbeitsschutzstandards durch die Berufsgenossenschaften und die Eigeninitiative, 1 Million FFP2-Masken zu beschaffen. All das hat dazu beigetragen, dass auf dem Bau die Tätigkeit nicht eingestellt werden musste. Und damit haben Sie einen wichtigen Beitrag auch zur Stabilisierung unserer Wirtschaft insgesamt geleistet. Dennoch bin ich mir darüber im Klaren, dass die Pandemie auch in
den zukünftigen Erwartungen deutliche Auswirkungen auch auf ihr unternehmerisches Handeln, ihren wirtschaftlichen Erfolg haben wird. Ich denke an den drohenden Wegfall von Aufträgen, wenn es insgesamt zu Strukturbrüchen in unserer Volkswirtschaft kommt, Veränderungen auch der Nachfragesituation, Stichwort Büro- und Gewerbeimmobilien, Einreisebeschränkungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland, Beherbergungsverbote und weiteres mehr. Deshalb muss die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Risiken weiter im Blick bleiben. Nicht alles, was gegenwärtig angeordnet wird, ist regional noch erforderlich. Wenn die Fallzahlen reduziert sind, wenn das Risiko vor Ort geringer einzuschätzen ist, dann muss es auch wieder eine Öffnung des sozialen, des gesellschaftlichen und eben auch des wirtschaftlichen Lebens geben. Wir werden nicht warten können darauf, dass eine Gesellschaft insgesamt geimpft ist, sondern wir müssen auf dem Weg dahin auch schon das Leben und damit eben auch wirtschaftliche Aktivität ermöglichen, obwohl es noch ein Virus gibt, das im Umlauf ist. Das ist möglich durch intelligente Maßnahmen wie Luftreiniger und systematische Tests und die konsequente Beachtung der konventionellen Maßnahmen wie die schon erwähnte FFP2-Maske. Das kann unser Weg sein, in der Pandemie die sozialen und wirtschaftlichen Schäden zu begrenzen. Und danach geht es darum, den Erholungsprozess unserer Wirtschaft anzustoßen, neue Quellen unseres Wohlstands zu erschließen. Da wird es in diesem Jahr einen Aushandlungsprozess geben zwischen den unterschiedlichen politischen Grundfarben. Die einen setzen bekanntlich auf den Staat, der plant und lenkt, der vielleicht sogar höhere Steuern verlangt, um die Pandemieschäden zu beseitigen, mindestens aber dauerhaft höhere Schulden macht. Und es gibt eine andere, mir sympathische Grundposition, die setzt eher darauf, dass wir den Investitionsstandort Deutschland insgesamt wieder attraktiv machen. Dadurch, dass wir nicht zusätzliche Bürokratie aufbauen, sondern uns eher von Bürokratie entlasten, um unternehmerische Eigeninitiative zu entfesseln. Ich brauche bei Ihnen nicht Eulen nach Athen zu tragen. Kaum ein Bereich ist so stark durchreguliert und bürokratisiert wie der Ihre und das setzt sich noch weiter fort. Wir brauchen stattdessen mehr Attraktivität für auch private Investitionen. Und gewiss werden Investoren nicht dadurch angereizt, wenn sie einen Mietendeckel und andere Eingriffe in die Verfügung über ihr Eigentum befürchten müssen. Wir brauchen mehr Spielraum für private Investitionen, indem der Staat sich einmal finanzielle, fiskalische Bescheidenheit auferlegt und versucht, mit den Einnahmen, die er hat, besser umzugehen, statt immer nach neuen Einnahmeperspektiven zu suchen. Also, in diesem Jahr 2021 wird es auch darum gehen, was ist das zukünftige Leitbild für unsere wirtschaftliche Entwicklung? Eher der Staat, der lenkt, steuert, eingreift, oder besinnen wir uns auf die ordoliberale Tradition der sozialen Marktwirtschaft, die einen guten Rahmen setzen will, aber ansonsten darauf vertraut, dass die Menschen mit ihrer Kreativität und der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft insgesamt den besseren Weg finden. Für dieses Jahr 2022 wünsche ich uns allen, dass es zu einem guten Ende dieses Aushandlungsprozesses kommt und natürlich Ihnen persönlich und Ihren Betrieben Glück, Gesundheit, Erfolg und wieder Freiheit. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Start des Jahres 2021 wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, Gesundheit, Freude, Erfolg und natürlich Optimismus für das kommende Jahr. Es ist ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam unseren Mitarbeitenden die Aussicht auf sichere Arbeitsplätze und auf spannende Aufgaben geben können, denn wir sind ein tragender Teil der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 2020 ist es uns gemeinsam hervorragend gelungen, unter all den Beschränkungen, denen wir unterlagen, das Baugeschehen auf den Baustellen der Deutschen Bahn weitestgehend am Laufen zu halten. Dafür darf ich mich an dieser Stelle bei Ihnen allen nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Das war eine großartige Leistung. Und auch für 2021 haben wir uns wieder eine ganze Menge vorgenommen. Weit mehr als 5 Milliarden Euro sollen in den Ersatzneubau fließen,
mehr als 2 Milliarden in die Instandhaltung und mehr als 2 Milliarden Euro in Summe in den Aus- und Neubau des deutschen Schienennetzes. Dafür ist es notwendig, dass wir weiter eng zusammenarbeiten, und ich freue mich darüber, dass wir das in der Zukunftsinitiative Bahnbau auch tun. Dort sorgen wir dafür, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln, dass wir Kapazitäten schaffen, dass wir Qualität sichern, dass wir digitalisieren. Und das alles geht nur mit großen Anstrengungen in die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei all denjenigen, die diese gemeinsame Anstrengung nach Kräften unterstützen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass einige wenige ohne eigenes Zutun davon profitieren wollen. Lassen Sie uns 2021 dafür Sorge tragen, dass alle gemeinsam in den Nachwuchs unserer Branche investieren, dass wir ausbilden und dass wir für ein gutes Miteinander in der Baubranche und auf den Baustellen einstehen. Das ist mein Wunsch und das ist auch meine Zusage an Sie für das Jahr 2021. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ganz herzliche Grüße aus Frankfurt und nochmal alles Gute für das Jahr 2021. Ihr Jens Bergmann. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen. Ich freue mich in besonderem Maße, dass ich mich heute an Sie wenden darf. Denn der Mittelstand und die Autobahn haben eins gemeinsam. Beide werden weltweit als Aushängeschild Deutschlands wahrgenommen. Der Großteil aller Unternehmen hierzulande gehören zum Mittelstand. Damit ist dieser und in einem besonderen Maße der mittelständische Bausektor das unangefochtene Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und auch die Autobahnen sind als Verkehrsweg Nummer 1 für den nationalen und internationalen Verkehr treibender Motor der Wirtschaft und Lebensader unserer Gesellschaft. Deshalb ist für uns eins klar: Die mittelständischen Bauunternehmen und die Autobahn GmbH sind starke Partner. Wir setzen ganz klar auf sie. Wir haben den Mittelstand stets als zuverlässigen, als kompetenten, als engagierten Partner erlebt. Auf diesem Fundament werden wir auch zukünftig aufbauen. Und dazu gehört auch, dass wir Ausschreibungen, Projektgrößen und Finanzierungsmodalitäten mittelstandsgerecht ausprägen werden. Uns allen wurde und wird die Arbeit durch die Corona-Pandemie nicht einfacher gemacht. Umso mehr möchte ich betonen, dass wir die mittelständische Bauwirtschaft gerade in dieser Zeit als wichtigen Partner an unserer Seite wissen. Und umso mehr freut es mich, dass die Autobahn GmbH wie geplant am 1. Januar 2021 an den Start gegangen wird. Nach einer intensiven Aufbauphase haben wir nun die Verantwortung für alle Aufgaben in Bezug auf die Autobahn. Für Planung, für Bau, für Erhalt, für Betrieb, für Verkehrslenkung, für Finanzierung und Verwaltung. Wir werden jetzt effektiv alles aus einer Hand managen. Dem vorausgegangen sind viele Arbeiten: der Personalübergang, der Sachmittelübergang, der Vertragsübergang, der Projektübergang. Wir haben unsere 189 Meistereien fit gemacht. Wir haben unsere 42 Leitzentralen fit gemacht. Die 5000 Planungs- und Bauprojekte sind zu uns übergegangen. All das mit einem Ziel: unsere Autobahn in Zukunft noch besser machen zu wollen. Für uns geht die Arbeit jetzt richtig los und damit auch die Zusammenarbeit mit Ihnen, den mittelständischen Baubetrieben. Zu den Zielen, die wir künftig gemeinsam mit Ihnen erreichen wollen, zählen: Erstens, durch ein deutschlandweites dynamisches Verkehrsmanagement wollen wir die Kapazitäten des Autobahnnetzes optimal nutzen und Staus reduzieren. Zweitens, wir wollen die Autobahn für die Nutzerinnen und Nutzer weiterentwickeln. Einen neuen Maßstab soll insbesondere eine Service-App setzen, bei denen allen mehr Service geboten wird, die täglich auf den Autobahnen unterwegs sind. Drittens, mit dem Start des Rundentisch Baumanagements, in dem natürlich auch die mittelständische Bauindustrie vertreten ist, wurde eine weitere konkrete Maßnahme gestartet. Erste Ergebnisse und Vorschläge für ein effizienteres Baumanagement und weniger Verkehrsbehinderung erwarten wir im Frühjahr 2021. Ich freue mich, meine Damen und Herren, auf unsere enge Zusammenarbeit und wünsche uns allen Gesundheit und einen optimistischen Blick auf dieses Jahr. Sehr geehrter Herr Präsident Steinbrecher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des BVMB,
Ich bedanke mich herzlich für die Gelegenheit, zu Ihrem Neujahrsempfang ein Grußwort sprechen zu dürfen, auch wenn wir uns in diesem Jahre nur auf diesem Wege sehen und nicht persönlich miteinander sprechen können. Corona wird uns jedoch voraussichtlich auch noch ein Weilchen in diesem Jahr beschäftigen und begleiten. Lassen Sie mich den Blick zunächst kurz in das Jahr 2020 richten und auf die Entwicklung und Herausforderungen für die mittelständische Wirtschaft. Die Bundesregierung hat im Frühjahr 2020 auf die Corona-Pandemie schnell und umfassend reagiert und damit unsere Volkswirtschaft enorm gestützt. Mit den Soforthilfemaßnahmen hat sie zunächst die direkten negativen Auswirkungen wie mangelnde Liquidität oder auch untragbare Personalkosten aufgefangen. Das zeigt uns auch unsere Sonderbefragung im Zukunftspanel Mittelstand, die belegt, dass bereits im Frühsommer die mittelständischen Unternehmen sich auf die neue Normalität eingerichtet hatten. Neue Normalität im Sinne von Arbeiten mit Abstand, Umsetzung von Hygieneregeln und einiges mehr. Als vorrangige Herausforderung nannten uns die Mittelständler damals die Liquiditätssicherung. Dürfte auch viele mittelständische Baugewerbe betreffen, denn die Kleinstbetriebe in dieser Branche haben naturgemäß weniger finanzielle Reserven. Wenige Monate später richtete sich der Blick der mittelständischen Wirtschaft bereits wieder in die Zukunft. In einer erneuten Sonderbefragung sagten sie uns, die vorrangigen Herausforderungen seien nun der Dauerbrenner, Personalkosten, also Personalbedarf decken, Fachkräftebedarf decken, Stärkung der Innovation und Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung. Positive Impulse hat die Bundesregierung im vergangenen Sommer mit dem sogenannten Zukunftspaket gesetzt, das unter anderem ja auch Ihrer Branche zugutekommen dürfte, denn die Bundesregierung möchte mit dem Zukunftspaket zusätzliche Nachfrage ankurbeln durch das Vorziehen beispielsweise geplanter öffentlicher Investitionen, gleichzeitig auch die Kommunen finanziell stützen, damit diese Infrastrukturmaßnahmen, die geplant sind auf kommunaler Ebene, eben nicht abbrechen oder eben aufschieben. Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie bislang auf Ihre Branche? Schaut man sich die aktuellen Wirtschaftsdaten des Bundeswirtschaftsministeriums an, sieht die Wirtschaftsentwicklung in der Baubranche trotz der Pandemie überwiegend positiv aus. Der große oder gar vollständige Nachfrageeinbruch, den viele andere Branchen zu verzeichnen hatten, den hat es so nicht gegeben. Gleichzeitig konnten viele Bauunternehmen in den vergangenen Jahren finanziell Polster und Reserven aufbauen, die aber mittlerweile vermutlich auch aufgebraucht sein dürften. Was es natürlich auch nicht gegeben hat in der Baubranche, sind in großem Maße Betriebsschließungen aufgrund der Corona-Pandemie. Trotzdem sehen wir einige Auswirkungen, die auch in der Zukunft Ihre Branche beeinflussen dürfen. Das ist zum einen die nationalen Grenzschließungen im vergangenen März, die bis Mitte Mai gingen, die diejenigen Unternehmen betroffen haben, die mit innereuropäischem oder außereuropäischem Personal arbeiten, das nicht mehr einreisen durfte. Diese Unternehmen hatten natürlich Personalengpässe und diese mussten irgendwie bewältigt werden. Ein weiterer Aspekt, den wir mit etwas Sorge betrachten, ist die Gründungsentwicklung im Baugewerbe im vergangenen Jahr. Schaut man sich die Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 an, dann zeigt sich, dass in Ihrem Wirtschaftszweig die Gründungsrate mit 26,8% überdurchschnittlich stark gesunken ist. Die Zahl der Existenzgründungen sind überdurchschnittlich stark gesunken. Womit lässt sich das erklären, wenn auf der einen Seite die Baubranche insgesamt boomt? Ich sehe zwei Gründe. Das ist zum einen die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einigen baurelevanten Gewerken, Fliesen, Estrich, Mosaikleger. Seit der Aufhebung der Meisterpflicht in 2004 beobachten wir nämlich im Gründungsgeschehen, dass ein erheblicher Teil der Gründer aus anderen EU-Ländern stammt. In der Regel dann aber ohne Meisterbrief. Das heißt, mit der Wiedereinführung der Meisterpflicht sind diese Gründer natürlich der Weg in die deutsche Gründungsszene verwehrt. Gilt natürlich genauso auch für gründungswillige deutsche Gesellen und Gesellinnen. Auch die Grenzschließung im Frühjahr 2020 dürfte zur überdurchschnittlich gesunkenen Gründungsbereitschaft im Baugewerbe beigetragen haben. Ich hatte es ja bereits erwähnt,
viele Gründer aus dem nahen Ausland, die eben in Deutschland ein Baugewerbe, baunahes Gewerk anmelden und auch in Deutschland ausüben, zum Teil auch Grenzpendler sind. Das war natürlich im ersten Lockdown nur eingeschränkt möglich. Lassen Sie mich den Blick aber auch kurz in die Zukunft richten. Albert Einstein hat einmal gesagt, mitten in der Schwierigkeit liegt die Gelegenheit. Jede Krise birgt auch eine Chance. Gerade das, was den Mittelstand und damit auch Ihre Branche auszeichnet, das Wir-Gefühl, das Füreinander einstehen, die Bereitschaft, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, die Bereitschaft, das Risiko, das unternehmerische Risiko zu tragen, gerade das hat in den vergangenen Monaten maßgeblich dazu beitragen können, dass unternehmerische Prozesse wesentlich schneller als in großen, langwierigen Konzernen verändert werden konnten und auch die Digitalisierung einen Sprung nach vorne gemacht hat. Das Zukunftspaket, das die Bundesregierung ja im vergangenen Sommer verabschiedet hat, nimmt vieles von dem auf, was die mittelständische Wirtschaft gerade durch die Krise trägt. Es zielt darauf, den Modernisierungsschub in Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu unterstützen. Die digitale Infrastruktur soll flächendeckend ausgebaut werden, die Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Da bin ich gespannt auf die tatsächlichen konkreten Umsetzungen in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall gibt die Corona-Impfung, die ja nun flächendeckend begonnen wurde, Hoffnung, dass wir im Laufe dieses Jahres wieder zu viel mehr Normalität in der Wirtschaft und auch im täglichen Leben zurückkehren können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Ihren Unternehmen und Ihren Beschäftigten für die kommenden Monate alles Gute. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Freunde und Partner, vielen Dank, dass Sie heute Gast bei unserem digitalen Neujahrsempfang 2021 waren. Ich bedanke mich auch für Ihre vielen Zuschriften ab November vergangenen Jahres, mit denen Sie nachfragten, ob unser Neujahrsempfang im normalen Format stattfinden könne. Das zeigt uns, wie wichtig doch die persönlichen Begegnungen nicht nur im familiären Umfeld, sondern auch in unserer Geschäftswelt sind. Wir alle vermissen sie sehr. Ob sich unser Leben bald wieder normalisieren wird, lässt sich auch heute noch nicht mit Gewissheit vorhersagen. Mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen sind die Chancen gut, dass wir es schaffen können. Bis dahin müssen wir weiter mit großer Solidarität, Disziplin, Stärke und Verlässlichkeit gemeinsam alles daran setzen, dass unser Wirtschaftszweig die Krise auch in den nächsten Wochen und Monaten gut meistert. Das ist nicht nur wichtig für uns im Mittelstand, sondern für Deutschland. Die Bauwirtschaft ist eine der wichtigsten Schlüsselindustrien der Binnenwirtschaft in Deutschland. Mit einem Bauvolumen von rund 430 Milliarden Euro pro Jahr wird in Deutschland mehr gebaut als der Umsatz der Automobilindustrie im Inland und der Tourismuswirtschaft gemeinsam vor der Pandemie betrug. Auch was die Beschäftigung angeht, ist die Wertschöpfungskette des Plan- und Bauens in Deutschland absolute Spitze. Hier sind inzwischen rund 4,2 Millionen Beschäftigte in den vielen unterschiedlichen Berufen des Plan- und Bauens tätig. Aber auch für die wichtigsten Zukunftsthemen Mobilität, Wohnen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist die Bauwirtschaft mit ihren Leistungen Taktgeber. So wünschen sich heute 67% der Verkehrsteilnehmer einen besseren Zustand von Straßen, Rad- und Fußgängerwegen und 50% kürzere Taktzeiten im ÖPNV. Ebenso ist nach wie vor die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Deutschland ungebrochen. All dies ist nicht ohne die Bauwirtschaft und verlässliche, kontinuierliche Investitionen zu erreichen. Wir, die Bauwirtschaft, sind abhängig davon, dass die Politik und die öffentlichen Auftraggeber ihre Finanzzusagen einhalten und Investitionen in die Infrastruktur umgesetzt werden. Dafür ist auch eine leistungsfähige und kompetente Bauverwaltung notwendig, die dazu auch dringend ihren Rückstand bei der Digitalisierung aufholen muss. Öffentliche Projekte und damit Aufträge für die Bauwirtschaft dürfen nicht wegen Corona
und fehlender digitaler Infrastruktur der Verwaltung verschoben werden. Nur dann sind unsere Betriebe auch sichere Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe. Die Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Auftraggeber ist auch deshalb jetzt besonders wichtig, da viele unserer privaten Auftraggeber selber stark von der Pandemie betroffen sind und erst einmal ihr Geschäft ans Laufen bringen müssen, bevor sie wieder auf Vorkrisenniveau investieren. Ich freue mich deshalb über die optimistischen Statements unserer digitalen Gäste, die unsere Anliegen und Forderungen aufgegriffen haben und aus meiner Sicht die Akzente in ihren Verantwortlichkeiten richtig setzen wollen. Erlauben Sie mir noch ein Anliegen an Sie zu richten. Die Pandemie trifft vor allem auch unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die jetzt unter erschwerten Bedingungen ihre Schule oder Ausbildung beenden. Bitte prüfen Sie alle in Ihren Unternehmen, ob Sie Ausbildungsplätze und duale Studienmöglichkeiten für die jungen Menschen in Ihren Unternehmen zur Verfügung stellen können oder ob Sie die Möglichkeit sehen, noch einem jungen Menschen einen Arbeitsplatz anbieten zu können. Herzlichen Dank. Zum Schluss möchte ich Ihnen allen Mitgliedern, Auftraggebern und Geschäftspartnern für die außerordentlich kooperative Zusammenarbeit in diesem herausfordernden Zeit sehr herzlich danken. Vor gut einem Jahr, am 27. Januar 2020, haben wir in Bonn unseren Neujahrsempfang mit vielen Gästen im Hotel Maritim gefeiert. Ich kann mich erinnern, dass morgens um 3 Uhr die Bar des Hotels mit unseren Gästen noch pickepacke voll war und gute Gespräche beim Glas Wein oder Bier geführt wurden. Dies war seitdem eine der letzten großen Präsenzveranstaltungen der Bauwirtschaft. Deshalb möchte ich schon heute an Sie die Einladung für unseren Neujahrsempfang 2022 aussprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gutes Baujahr 2021 und hoffe, dass wir uns natürlich auch einmal vorher persönlich begegnen können. Ein herzliches Glück auf von Ihrer BVMB.